Und ja, ich muss den Ring wieder wechseln. Also die beste Taktik ist wirklich, wenn sie Velstad ruft, erst Velstad auszuschalten. Das klappt mit dem Speer nämlich besser als mit dem Schwert damals. So, das Phantom rufen. Währenddessen switche ich meinen Ring. Weil Ellie Stahlherz hält doch ein bisschen mehr aus als Bernhard, macht halt weniger Schaden. Und Mist. Au. Das war nicht nötig. So. Und ja, ihre Nova macht sie auch noch. Die hatte ich ganz vergessen. Oh nein, Ellie hält definitiv weniger aus als Bernhard. Ja, Velstad muss als erstes sterben. Wenn ich vorher sterbe. So wie jetzt. Okay, wir benutzen wieder Bernhard. Der hält nämlich definitiv mehr aus als Ellie und kann auch ein bisschen was austeilen. Zum Glück habe ich mehr als genug Menschenbilder. Sonst müsste ich nämlich einen anderen Weg wählen. Und mich immer zum Schrein von Amana teleportieren, um mich menschlich zu machen. So. Runter. Runter. Hier müssen wir noch runter. Bopf. Bopf. Hopf, hüpf. So, Drachenrast erreicht. Na, komm mal, Bernhard. Aus Hugo. Oder Jugo. So, warten wir, bis er hier langsam auftaucht. So, und stechen gleich zu. So. Und verprieseln uns, bevor die Bomben in die Luft gehen. Das ist ihre Nova. Boah, da waren wir doch gerade weit genug weg. Okay, sie ruft Skelette als erstes. Damit kann ich leben. Oh, es ist eins mehr diesmal. So, weg mit dem Skelett. Ah, die Nova hätte ich voraussehen müssen. Oh.
Au. So, das kann ich ganz gut beheben. Kommt wieder eine Nova? Ja. Die kann ich kurz nutzen, um Bernhard zu heilen. Ein bisschen jedenfalls. Oh, und sie ruft Weltstart. Oh, hauaha. Am besten gleich zwei trinken. Und ich glaube, wir konzentrieren uns lieber auf sie. Bernhard scheint nämlich das da ganz gut zu managen. Und fertig. Ja. Dritter Versuch, wir haben es geschafft. Danke, Bernhard, für deine Hilfe. Und der Drache hat sich geöffnet. Also das Drachengebilde. Okay. Wenn man richtig sieht, sind das mehrere Drachen. Hier unten sind Leute, die Drachen angebetet haben. Und hier liegen... Sind die tot oder schlafen die? Weil die Augen sehen aus, als ob sie Xe wären, also als ob sie tot wären. Und eben der große Drache. Ja. Okay, das macht schon mal Mut, dass hier ein Haufen Skelette rumliegen. Schweif und Turn, hurra für Illusion. Versucht Freund. Nein. In diesem Kampf brauche ich keinen Freund. Weil hier könnte ich jetzt rufen... Transzendenter Edde. Also ja, so ein... Drachenwächter oder... Äbtistin Fever. Hm, beide nicht so wirklich was. Für mich geht es erstmal nach Majula aufleveln. Zwei Leveln für die Seelen. Und dann sehen wir weiter. Jo. Geschicklichkeit haben wir schon recht hoch. Und wir haben, glaube ich, bald das Hardcap erreicht. Mehr Lebenspunkte. Gehen wir mal auf mehr Belastung für mehr körperliche Abwehr und mehr Giftresistenz und mehr Belastung. So. Denn je weniger Belastung, desto besser können wir uns bewegen und desto besser unsere Ausdauerregeneration. So, das heißt, wir haben jetzt Drachenrast, das letzte Leuchtfeuer, freigeschalten. Und damit alle sieben Leuchtfeuer des zweiten, des Sunken King DLCs freigeschalten. Ist ja eigentlich das erste, aber das ist das zweite, was wir machen. So, für das Gebiet tausche ich mal die Wurfmesser gegen mein Reparaturpulver, denn das werden wir definitiv brauchen. Ja. So, wir können durch das Portal treten. Fürs Erste. Und können dem zweiten Boss gegenübertreten. Dem... Au. Ruhenden Drachen. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein mit ihm. Denn er hat böse Fähigkeiten.
Und ja, hier werde ich jetzt nicht ständig Human Effigies benutzen, sondern alle drei Tode. Und ich kann meinen Blitzspeer etwas später deaktivieren. Jetzt nämlich. Und ja, es ist keine gute Idee, in der Mitte stehen zu bleiben. Sondern so viel Distanz wie möglich zu ihm zu haben. Und wenn man ihn sich ein bisschen genauer anguckt, erinnert er einen ein bisschen an Calamite. Au. Nur, dass er halt giftig ist. Und wie man auf meinem Speer sieht, er macht ganz schön viel Korrosionsschaden an der Waffe. So. Nur, dass ihm halt leichter zum Ausweichen ist als Calamite. Au. So, jetzt tänzeln wir ein bisschen um ihn rum. Kriegen voll was ab. Und werden gegrillt. Ja gut, ich glaube, ich tue mal den Ring tauschen. Jedenfalls den Hartstahlring gegen den festigenden Knöchelring, dass unser Speer nicht so schnell runtergeht. Weil das ist halt die Hauptschwierigkeit bei ihm. Er macht Korrosivschaden. Festigender Knöchelring, verlangsamt Zerfall der Ausrüstung. Genau. Den hätte ich gerne. Da ist mein Seenhaufen. Den holen wir uns gleich. Und da geht's los, ihm ins Bein zu stechen. Oh. Oh, das war böse von ihm. Das war definitiv böse von ihm. Und ich möchte anmerken, das ist der leichteste Boss im DLC. Auch wenn es ein Drache ist. Okay, einer ohne Effigy geht noch. So. Seenhaufen. Hohoho. Na? Au. Okay, das Getrampel, das ist übel.